So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial, und zwar dieses Mal zu einem Userwunsch von Elias. Und zwar hat er mich gefragt, ob ich mal ein Tutorial dazu machen kann, wie man Matrixen zum Beispiel in einem O530 oder solchen Fahrzeugen austauscht. Genau, wir sind hier schon im OMSI Forum auf der Seite von Italien 83, der auch wunderschöne Texturen macht. Das kann ich immer so am Rande erwähnen. Genau, hier haben wir eben verschiedenste Matrixen. Jetzt suchen wir uns einmal, nehmen wir zum Beispiel hier diese LED-Matrix, die schaut doch ganz gut aus, oder? Ja, die schaut ganz gut aus. Schaut ganz akzeptabel aus. Dann laden wir uns das hier mal runter. Unten bei Mediafire diesmal. Ja, Preparing Download, wunderbar, Download, danke. Ich werde es jetzt allerdings nicht beim O530 auswechseln, sondern bei meinem MAN-NL 202 CNG. Dafür sind wir hier schon beim OMSI-Ordner. Gehen jetzt in die Vehicles. Gehen hier runter. Wo sind wir denn? N? Nee. Hallo? Bin ich blind? Da. Halt, hier. Texturen. So, ja, jetzt haben wir hier schon mal. Sind wir hier schon mal in dem Texturenordner von meinem Bus? Genau. So, und zwar werden wir in diesen jetzt. Was machen wir denn rein? Machen nicht die LED-Matrix, sondern wir machen. Diese Dot-Matrix hier, das ist die Dot-Matrix, nicht die Krüger-Matrix, weil die Krüger hat nämlich Klappdot, sondern die Dot-Matrix. Schauen wir einmal hier. Jetzt brauchen wir also Krüger Flip Dot. Das müsste auch schon. Ja. Krüger Flip Dot. Texturen schauen wir uns mal an. Da haben wir jetzt hier eben verschiedenste Farben. Da gibt es hier so gelb und dann gibt es auch, was haben wir denn hier noch? Orange. Ah, wunderbar. Und da jetzt noch was. Grün, ja, das ist. Ah, das ist toll. Ich glaube fast Black Invert. Achso, da ist dann. Okay, alles klar. Und leer wäre dann. Okay, ich bin gerade voll woanders. Hier. Das wäre jetzt also unsere Leertextur. Ja, wunderschön. Wir nehmen dieses Yellow hier. Genau, das Yellow, das ist schon so ein bisschen ausgeblichen, sieht man wunderbar. So, jetzt müssen wir hier also einmal hier in unseren Busordner, wunderbar, haben wir hier schon offen. Und jetzt gehen wir hier rein. Natürlich, wir. Hallo? So. Gehen wir eben in den Ordner rein, die Texturen, die wir haben möchten, kopieren das und schieben das hier rein. Jetzt wird er das überdingen. Genau, vier Stück, also drei weitere Dateien, wunderbar, hat er überschrieben. Haben wir hier unten schon drin. Jetzt müssen wir. Script. Haben wir hier eine vmatrix.txt. Müssen wir also einmal unter Script. Und dann können wir das auch hier schon einfügen. Genau, möchte er überschreiben. Wunderbar, machen wir das. So, und jetzt sind wir hier im OMSI. Achso. Genau. Sind wir hier in OMSI mit einem meiner Busse. Und jetzt geben wir mal hier Unicus. Es werden so bei uns. So. Und man sieht, wir haben die Fonte, die wir eingefügt haben. Jetzt können wir uns einmal ganz kurz Nacht machen, das geht ja in OMSI so toll. Nacht, danke. Man sieht, es leuchtet nichts, das heißt, es ist keine LED-Matrix, LED-Dot-Matrix, sondern es leuchtet erst, sobald ich L anmache. Wunderbar, wunderschön. Ach, das ist doch toll. Machen wir einmal ein ganz kurzes Screenshot als Thumbnail. Und ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, dass ich euch das Tauschen einer Matrix näher bringen konnte. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr ein Like da lassen würdet, dann zeigt ihr mir, dass ihr mehr davon haben wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.